Hi ihr Lieben, ich hatte zu diesem Do-It-Yourself-Upcycling-Klatsch-Video, was vor kurzem ja war, eine Verlosung. Und zwar ging es um diese Klatsch, die wollte ich ja gern verschenken an diejenige, die mir die beste Idee liefert für das nächste Do-It-Yourself-Video, was ich für euch drehen darf. Und an dieser Stelle danke, 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 es waren super tolle Ideen dabei. Ich habe mich echt gefreut, als ich dann da geguckt habe, oh, so viele Kommentare schon, habe mir die alle durchgelesen. Aber ich musste mich ja für eine entscheiden. Und ich lese euch jetzt mal einfach das Kommentar vor, was ich am besten fand und vielleicht erkennt sich diejenige dann auch schon. Und zwar schreibt sie, oder ein Fan-T-Shirt selber herstellen, weil die immer extrem teuer sind, einfach aus einem Basic-T-Shirt seine Lieblingsband oder Sänger draufmalen oder als Symbol und schon ist man für das nächste Konzept gewidmet. Ich würde mich sehr über die Klatsch freuen und noch mehr, wenn du das nächste Mal meine Idee umsetzt. So, das ist die Gewinnerin, das ist die Sarah und ich hoffe, sie freut sich jetzt auch wirklich und Gratulation, ich freue mich auch. Warum ich jetzt die Idee der Sarah eigentlich ganz gut fand, ist erstens, weil jeder ein Basic-Shirt hat, man muss nicht großartig in die Stadt gehen, um Sachen einzukaufen. Zweitens, weil man sich prima nochmal in Stimmung bringen kann, wenn so ein Konzert ansteht, der Lieblingsband. Sarah, du bekommst eine PN über YouTube dann von mir. Du hörst auf jeden Fall von mir und hoffe, du hast dann bald die Klatsch in deinen Händen. Ich danke aber allen von euch und die Ideen waren wirklich alle toll. Da sind einige dabei, die ich auf jeden Fall umsetzen werde. Und die, die nicht gewonnen haben, bitte, bitte nicht traurig sein, weil ich werde bestimmt wieder eine Verlosung machen. Und die bestimmt auch sehr bald wieder. Ich freue mich, wenn ihr trotzdem meine Videos noch guckt. Ja, und freue mich, wenn ihr das nächste Mal halt auch wieder dabei seid und sagt Tschüss.